Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch, Leute, und willkommen zu einer Runde Survival Games. Heute aber nicht einfach mal eine Runde Survival Games, sondern noch mit einem Gast. Und der stellt sich am besten selber mal vor. Hallo meine Freunde, hier habt ihr Willem, heute hier bei Simon, mit auf dem Kanal, zu später Stunde. Ich glaube, da können wir den Zuschauern auch schon mal sagen, das ist mittlerweile, 3 Uhr ist das schon, ja. Wir sind auch schon so ein bisschen hier am Gähnen, aber ich sag mal so, wenn man die Chance hat, hier mit dem Simon noch ein Video zu machen, dann macht man doch auch, egal wie spät das ist, das ist klar. Wir treffen uns jetzt gleich, erstmal rennen wir mal um den grünen Busch rum und dann zu diesem kleinen Marktplatz, ich weiß nicht, ob du es so siehst. Ich probiere das, okay, ich kann für nichts garantieren. Genau. Versuch mal, dann, wir spielen jetzt eine Runde Survival Games hier zusammen. Oh. Ja, und Survival heißt erstmal jetzt überleben. Überleben. Das ist klar, Wilhelm. Da bist du, komm mit. Komm schon mit. Ich bin Wilhelm Fanboy, da ist er. Komm schon mit, ich hab mich umbenannt auch in Wilhelm Fanboy. Hier lang, Wilhelm, folgst du mir? Ich bin hinter dir. Ja, sehr gut. In das Haus hier rein. Komm schnell. Zuck. Okay. Können die da rein? Ja, warte. Wir suchen jetzt erstmal hier im Haus nach Kisten. So, erstmal. Warum ist der Wilhelm hier? Hat das auch einen Grund? Ja, wie kam da zustande? Fragen sich die Weiße wahrscheinlich. Ihr wisst ja, ich habe ja vor ungefähr 1-2 Tagen, hatte ich mal, zieh erstmal schon mal diese Rüstung hier an. Ich habe schon mal vor 1-2 Tagen, ich glaube vor 2 Tagen, habe ich in einem Video angesprochen, dass mich so ein bisschen in letzter Zeit diese Kommentare von Leuten genervt haben, die quasi Kommentare, da habe ich unterstellt, dass Kommentare aus dem Grund geschrieben werden, dass sie halt nur noch bezwecken, nicht unbedingt eine Rückmeldung zu geben zum Video, weil immer wieder das Gleiche nur in den Kommentaren steht und nicht unbedingt was Spezifisches zum Video ist, sowas wie, ey, das und das hat mir echt gut gefallen, das und das hat mir nicht gut gefallen, sondern dass quasi nur darin steht, ja, schau das Video und das so, ne? Simon, klasse so. Video, liebe Grüße, Wilhelm. So, so ne? Und das dann ungefähr bei jedem Video so. Und da habe ich dann Wilhelm als Paradebeispiel genommen, wo es aber wirklich auch viele andere von gibt. Und im Haus hier gibt es nichts mehr, wir gehen wieder raus. Und da habe ich halt Wilhelm an, mit dem Namen genommen, so. Und da haben viele Leute das scheinbar falsch verstanden und sind zu Wilhelms Kanal gegangen und haben ihm da ein paar Dislikes auf die Videos gegeben. Das finde ich echt nicht schön. Oh, was ist denn da passiert? Ich sehe der Tische, am Brennen. Die Tische hier, was läuft bei denen? Auf was jeden Fall sind da so ein paar Leute zu Wilhelm gegangen und haben da ein paar Dislikes gegeben. Das finde ich echt nicht schön. Leute, und so, auch böse Kommentare. Ja, und echt auch so ein paar so Sachen wie, ey, du famegeile Schwein und so ein Scheiß. Und, ey, Leute, also so habe ich euch nicht erzogen. So geht das hier nicht, ne? Und deswegen ist der Wilhelm heute hier, weil ich euch einfach auch mal sagen wollte, wenn ich mal irgendwo jemanden im Video erwähne, ich habe auch sogar noch nicht mal was Negatives gesagt. Ich habe nur, ich habe sogar gesagt, ich finde das ganz lustig, was er macht und so. Ich nehme als Beispiel jetzt einfach mal Wilhelm Kramer IP. Ich habe echt nichts gegen Wilhelm Kramer IP, also nicht falsch verstehen, ich hate ihn jetzt hier nicht oder so. Ist ja auch eine süße Sache. Auch dieses Rollenspiel, was er macht, ist auf jeden Fall eine coole Sache so. Finde ich prinzipiell nicht schlecht. Und dann, dass da trotzdem so viele Leute dann ja so negativ eingestellt sind, rübergehen und dann so haten, das ist echt uncool. So. Aber der Wilhelm kann auch selber schon auch ein bisschen was dazu erzählen. Genau, das ist mir auch persönlich wichtig, dass ich ja auch den Simon noch mal so ein bisschen in Schutz nehme. Ich habe dann auch gleich gedacht, wo die bösen Kommentare kamen, da habe ich mir gedacht, so hat der Simon das bestimmt nicht gemeint und auch nicht gewollt, dass hier die Leute rüberkommen und böse Sachen schreiben. Aber wie gesagt, wir haben uns dann da persönlich noch mal angeschrieben und da hat der Simon gesagt, Wilhelm, was hältst du davon, dass wir beide uns aussprechen eben? Ja, und so ist das zustande gekommen, dass wir jetzt um 3 Uhr nachts hier noch ein Video zusammen machen. Und ich denke mal, das ist doch ein toller Abschluss für uns, dass wir heute beruhigt auch einschlafen können, Simon. Nee? Ja, so sieht's ja aus, Wilhelm, aber wir brauchen unbedingt eine Waffe, sonst sind wir gleich richtig. Genau, und was ich sagen wollte noch schnell, zu den Kommentaren, also da muss ich dir in gewisser Weise auch recht geben. Klar, wenn ich einen Kommentar schreibe, dann ist das immer so ein kleiner Hintergedanke, denkt man sich, würde ich das jetzt nicht zugeben, müsste ich lügen. Aber man denkt immer mal, wenn da der ein oder andere rüberkommt, ist das doch schön, da freut man sich doch über jeden. Klar. Nee? Aber in erster Linie. Aber sowas gesteht man sich ja manchmal auch vielleicht auch selber gar nicht so ein oder vielleicht, ne? Und deswegen, das ist richtig. Aber dass der Wilhelm das jetzt schon hier so sagt, das ist auch schon echt, da muss man sagen, der Wilhelm, der hat Mut und der steht wenigstens mal zu dem, was er tut. Und da auf jeden Fall Props. Und der Kern, Freunde, der Kern von der Sache ist, dass ich das wirklich mit Leidenschaft auch mache und dass ich Simon gerne gucke. Und ich habe das auch immer geschrieben, dass Simon ganz sympathischer ist. Und da ging mir das in erster Linie rum. Also, aber gut, ich würde sagen, ich mache morgen auch noch eine kurze Ansage, was ich auf meinem Video nochmal hochlade, Simon. Wo ich auch nochmal was zu sage, kurz gefasst. Aber dass wirklich, dass wir da, ja, dass die Leute das auch so sehen, wie es eigentlich ist. Ja. Ja, und wie gesagt, das ist auch gar nicht böse gewesen. Da ist kein böse. Oh, ich bin gestorben. Was?
Ich hab nicht aufgepasst, Simon. Oh nein, Wilhelm. Ist egal, wir machen weiter. Oh, ich hab immer noch keine Waffe, Wilhelm. Und das Lustige ist, kann ich ja ein bisschen mich aufs Reden konzentrieren. Wir haben gerade eben, hat der Simon mir so ein bisschen was erklärt, wie das hier funktioniert im Spiel. Und die erste Runde, das glaubt uns wahrscheinlich keiner jetzt, aber die haben wir gewonnen. Ey. Wir haben eine Runde eben so gespielt, die haben wir gewonnen. Und ich hab... Oh, den Typ, der dich getötet hat, den hol ich mir jetzt. Den hab ich mir geholt, Wilhelm. Rache ist süß, ne? Rache ist Blutfrost. Was war los? Ja, dann glaubt uns jetzt auch keiner. Okay. Aber ich hab zwei sogar, hab ich gekillt. Ne? Ja, Leute, ohne Witz. Wir haben eben eine Runde einfach, ich hab erstmal Wilhelm natürlich ein bisschen so eingeleitet, weil Wilhelm spielt sonst privat kein Minecraft. Ich hab gesagt, Wilhelm, spiel eine Runde mit, das ist lustig. Ja, er hat sogar einen gepixelten Skin bekommen. Ich habe Zombie gefragt, ob der dem Wilhelm einen Skin pixelt. Und ihr habt ihn vielleicht schon gesehen, jetzt hier. Genau, also das ist wirklich, auch als Zombie, nochmal ein Riesenrespekt. Also, wo ich das gesehen habe, ich war hier am Feiern gewesen, wie man das sagt bei den Jugendlichen. Das ist wirklich, also, das sah ja 1:1 fast so aus, ne? Ja, also echt, also, und wir haben eben einfach eine Runde gespielt, wo ich Wilhelm gezeigt habe, wie halt die Steuerung funktioniert und wie halt die Truhen aussehen, also die ganz normalen Basics. Und dann sind wir zusammen rumgelaufen und dann kam ein Team von zwei Leuten, die besser ausgerüstet waren als wir, und da hat Wilhelm mit draufgeschlagen und er hat einfach einen Kill gemacht. Und ist gut, also den ersten, sag ich mal, habe ich auch von alleine geschafft, aus eigener Kraft heraus. Den zweiten, den hattest du ein bisschen vorbearbeitet, ne? Da hat der Wilhelm einfach losgelegt, Leute, aber... Den habe ich dann so ein bisschen angestupst nochmal. Jetzt kam einfach so ein Frechdachs von hinten, ne? Das geht ja natürlich auch nicht, ne? Ja, da sind die Sträuche hier, ne? Um 3 Uhr noch unterwegs. Und morgen früh sehen sie aus wie die Zombies da, wenn sie zur Schule müssen. Das geht ja auch nicht, ne? Ja, aber, auf jeden Fall. Und jetzt sind wir zusammen im Video. Und da bin ich wirklich, fühle ich mich auch geehrt, dass du mir das ja so ein bisschen erklärst, weil du bist ja quasi so ein Star, kann man sagen, ne? In Minecraft-Bereich, Quatsch, ne? Quatsch, Wilhelm. Quatsch. die Sache ist ja, es ist ja auch einfach schön, also ich finde ja generell, es kam ja gestern fast so ein bisschen rüber, wie so ein kleiner Streit und so, und das ist ja auch nicht also es haben viele Leute falsch verstanden. Ich habe nur geschrieben, Wilhelm, mich stört das persönlich gar nicht, aber steh doch mal dazu, weil so, ich wollte wenigstens, ne, dass das dann nicht hier dargestellt wird, dass, oh, es kommt schon Deathmatch, also schon gleich Finale, Wilhelm, du bist gar nicht so früh gestorben. Ich wollte nur, ich habe ja gesagt, dass es Werbung ist. Kann ich da jetzt so wieder mitmachen im Finale? Nee, du kannst aber zugucken. Ach so. Das wäre auch was gewesen hier, so ein Einstein. man stirbt. Das wäre schön, ne? Man stirbt und dann ist man am Ende wieder dabei. Ist das am Regnen hier? Nee, bei mir nicht. Bei dir? Bei mir ist das am Regen oder Hagel? Oh. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dem Regen hier? Was ist denn? Unwetter hier, immer ein Kraft. Ja, und mir war es einfach nur, also mir ist im Endeffekt egal. Weißt du, die Sache ist ja die, jeder möchte ja auf YouTube gesehen werden, so. Und so wie Wilhelm das macht, ist das ja gar nicht schlimm. Er schreibt ja nette Kommentare und schreibt ja nicht irgendwie, schaut bei mir vorbei und schreibt irgendwie die ganze Zeit, hier, ich mache auch Videos oder so, sondern Wilhelm schreibt einfach nette Kommentare und das finde ich überhaupt nicht schlimm und das ist auch, auf YouTube möchte man ja auch gesehen werden, das kann ja auch keiner abstreiten, ne? Das ist ja gesagt. Ja, und das Problem ist, Simon, dass das jetzt genau das Gegenteil passiert ist von dem, was wir eigentlich wollten. Ne? Wir wollten ja nicht unsere Fans, sag ich mal, unsere Zuschauer, nicht gegeneinander aufhetzen. Ne? Oh Gott. Oh Gott, Herr Kramer, da hat jemand ein Diamantschwert. Ah, ich kann hier noch rumlaufen, ne? Oh, den mit Diamantschwert, den hol ich mir. Ich muss abhauen. Oh! Oh, anderthalb, halbes Herz! Herr Kramer! Jetzt aber hier, komm! Ist das ein Team? Die Schweinehunde! Ist das ein Team? Oh Gott, die Schweinehunde. Nee, ich glaube nicht. Da ziehen zwei unterschiedliche. Oh, ich bin tot! Herr Kramer! Ja, das ist natürlich jetzt. Ja, wie gesagt, hätte man das erste aufgenommen, das wäre ein Knaller gewesen, ne? Gleich zu Anfang. Das wäre ein Knaller gewesen, aber. Man kann nicht alles haben, ne? Wir können ja noch ein kleines Ründchen zusammen von einem kleinen Spielmodus zusammen dranhängen. Das machen wir einfach, muss ich sagen. Wenn wir schon mal hier sind. Wilhelm, dann drück mal slash hub. So, muss ich erst mal gucken. Jetzt, ja. Wenn das die Leute gerade schon wieder gesehen hätte, ne? Wie ich hier unbeholfen, bis wir hier erstmal drauf waren, war schon ack gewesen, ne? Überlege gerade, was kann man denn noch mal so. Eine kleine Runde Hide and Seek. Lass uns noch eine kleine Runde Hide and Seek spielen. Verstecken, Wilhelm. Was ist das mit der Kiste, ne? Das ist das mit der Rappelkiste. Da bist du ja, Herr Kramer, komm. Ja, das ging flott, ne? Ich steigere mich. Ja, für deine alten Tage, du bist noch fit wie ein Turnschuh. Simon, das ärgert mich wirklich, dass wir das gerade nicht aufgenommen haben. Das wäre so ein Knaller gewesen, wirklich. So, da geht's auch schon los, Leute. Ich bin ein Amboss. Was bist du, Wilhelm? Das steht,
Steht oben bei dir. Your Block, Doppelpunkt. Und dann steht da noch ein... Workbench. Eine Workbench. Bleib mal stehen. Nee. Wo bist was du denn? Was ist das denn? Workbench, du bist eine... Du bist so eine Werkbank. Eine Werkbank, wie da steht, wo die Blume ist. Siehst du die? Siehst du den Tisch da, wo die Blume drauf steht? Was bist du denn jetzt? Ich bin ein Amboss. Oh Gott! Da ist direkt der Sucher. Renn weg! Oh, Wilhelm. Renn weg. Bist du in Sicherheit? Ich bin hier in so einem Garten hier. Was ist das hier? Versteck dich, Wilhelm. Du musst dich irgendwo verstecken. Oder ist er... Oh. Nein, Wilhelm! Oh, ich bin weg. Oh, du bist direkt gefunden worden. Das ist aber egal. Jetzt kannst du ein paar Sträuche suchen, Wilhelm. Ah, man startet quasi direkt wieder neu. Ja, genau. Bist du jetzt auch ein Sucher, wenn er dich gefunden hat. In so einer Art Vorgarten, ich sag dir. Naja, hier, guck mal, ich bin bei dir. Da ist ja wieder im Fan wieder. Da ist er wieder aufgetaucht, aus dem Nichts. Und dann, wo bist du da durchs Fenster gesprungen, oder was? Ja, da von da oben. Ja, was ich noch fragen wollte, Simon, ich hab das ja öfter mal, hast du wahrscheinlich gelesen in den Kommentaren, mit deinem Longboard. Ja. Da habe ich öfter mal jetzt, wie ohne Spaß, mit dem Gedanken gespielt, dass ich mir dann auch mal anschaffe und dass ich da so ein bisschen über die Straßen drüber bretter. Ne? Weil das ist, denke ich, auch am Anfang ein bisschen gefährlich. Ne? Mit einem Longboard? Was meinst du, willst du mir dann noch zutrauen? Herr Kramer, nicht, dass wir eine künstliche Hüfte eingesetzt kriegen. Ja, Lisa, das wäre natürlich das Schlimmste, ne? Das wäre natürlich das Schlimmste, wenn er so ein Metall... Was kostet das eigentlich? Kann ich da dann jedes x-beliebige Longboard nehmen? Oder muss ich dann Spezialanfertigung haben? Ich glaube, du hast das auch erzählt, dass du ein Video machen wolltest, wo du genau mal drauf eingehst, auf ein Longboard. Ne? Ja, dass es verschiedene Sachen gibt auch. Ja, das ist ja auf, demnächst auf meinem Real-Life-Kanal ungefilmt. Das ist ja auch Wahnsinn, ne? Weil du auf dem Kanal, wie lange gibt's den Kanal? Der ist ja gerade mal 2-3 Monate, ne? Ah, das ist schon ein bisschen länger, glaube ich, aber... Und du hast mittlerweile 500.000 Abos oder wie viel hast du da? Nein, Quatsch, 300.000? Ja, da ist er nicht dran, ne? Ja, ist schon auf jeden Fall erstaunlich. Also freut mich. Das ist Wahnsinn. Stimmt, und du hast ja auch die Vegan-Geschichte gemacht, ne? Bist du aktuell auch noch dabei? Bin ich noch dabei. Isst du denn gerne Fleisch, Wilhelm, erzähl mal. Simon, das ist gefährlich, ne? Um die Uhrzeit jetzt über Essen sprechen, ne? Gerade wenn man so ein bisschen, ich bin ja jetzt schon am Gähnen wieder, ne? Und wenn ich dann gleich im Bett liege, dann ist das Schlimmste, ne? Wenn man da mit Hunger liegt. Ich glaube, ich muss mir gleich noch so kleine Steak in eine Pfanne reinhauen. Ne? Leider haben wir nicht mehr die der restlichen Verstecker gefunden. Aber immerhin haben wir noch ein bisschen gequatscht. Ja, Wilhelm, da haben wir zwei schöne Runden hier gespielt. Ja, das ist doch für den Anfang, denke ich, mal ganz gut gewesen. Und ja, ich wollte auch ganz ehrlich nochmal, auch dir, Simon, nochmal Dankeschön, dass ich hier mit dabei sein durfte. Ich bin wirklich froh. Dass wir das geklärt haben, dass das alles wieder ja im grünen Bereich ist, dann schlafe ich heute auch gut, wie so ein kleines Baby, sag ich mal. Und ja, ich kann da nämlich nicht gut mit um. Ich denke, das geht dir genauso. Wenn irgendwie Stress in der Luft ist, dann, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch. Und wenn da irgendwas ist, dann fühle ich mich im Gesamten auch nicht gut. Ich mag das lieber so ein bisschen, wenn das friedlicher zugeht. Und ja, das ja, läuft jetzt wieder in geregelten Bahnen und ganz wichtig ist, dass unsere Abonnenten dann auch jetzt mitkriegen, dass da wirklich kein böses Blut ist. Richtig. Eine Frage zum Abschluss noch, Wilhelm. Was magst du denn so für Musik? Ja, ich bin da jetzt so ein bisschen reingerutscht in die ganze Rap-Schiene. Ich habe mich da nie mit befasst. Ne? Und dann ging das ja los. Dann hat es vielleicht mitbekommen, die ganze Kollegah-Geschichte auch. Mhm. Dass da Leute gesagt haben, Wilhelm, das ist der Kollegah. Ja, und da ist das so zustande gekommen, dass ich bin ja auch mit Kollegen eng in Kontakt, sag ich mal. Also wir verstehen uns ja relativ gut, auch vom Humor her ist das genau eine Schiene. Und da habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Simon, ich habe da auch über seine aktuelle CD ein bisschen was gemacht. Mhm. So eine kleine Review. Und ja, also da muss ich sagen, Rap, das wird ja in den Medien immer so ein bisschen verteufelt. Von wegen, die Rapper, die haben alle nichts im Kopf und die sind nur am Rumpöbeln. Aber wenn man sich da mal anhört, gerade auch Kollegen, das ist textlich, ist das stark. Ja, das ist wirklich... Der Dichter der Neuzeit, kann man sagen. Ich weiß nicht, hast du dir das mal angehört? Ja, ich hab mir das Album natürlich auch geholt. Finde ich auch, hat einen sehr guten Unterhaltungswert. Also der Strolch hier, der Kollege, das ist auch schon so ein Süßer, ne? Das ist wirklich auch, was mir aufgefallen ist persönlich. Ich habe das erstmal sacken gelassen. Ne? Ich habe mich hier auf schön gemütlich auf dem Sofa und habe mich da 2-3 Mal durchgehört. Und was mir aufgefallen ist, da sind immer wieder Zeilen, die nimmt man beim ersten Mal, nimmt man die gar nicht so wahr. Gut, Wilhelm, dann würde ich sagen, wünsche dir noch eine schöne gute Nacht. Für die Zuschauer, die es gerade gucken, ist wahrscheinlich mitten am Tag, die denken sich, hä, what the fuck? Und ja, kleine Meldung hier nochmal, 3:30 ist er mittlerweile. 3:30, läuft bei uns. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht und das ist die Hauptsache. Bis zum nächsten Video, also. Leute.
alles im grünen Bereich, macht auch keine Sorgen. Ja, haut rein und ciao. Zum Zocken ist man nicht zu alt.